Idioten, da vorne. Ah. Es dreht sich ja nur darum, dass das Vieh der Schaden. Das ist 30 Sekunden. Dass das Vieh ja Schaden einstecken muss. Und dass er immer von Schaden abhängig ist, wann die endlich ein. Oh, ich muss mich konzentrieren, das ist schrecklich. Wann die da. Oh, gleich alle drei. Das ist ja gemein. Ich muss näher ran oder so, keine Ahnung. Also, je nachdem, wie viel Schaden die schon eingesteckt haben, ist es halt eine Frage der Zeit, wann die endlich ihren Geist aufgeben. Und wir haben das ja schon gesehen im ersten Versuch, dass es doch ganz schön lange dauert. Auch wenn der erste den Geist schon aufgibt, die anderen beiden sind eigentlich nicht so schnell klein zu kriegen. Und wer hat eigentlich diese Palmen genau in die Ecke gestellt? Die nerven voll. Guck mal, wie schief Lara springt. Hier landet sie vor der Palme und hier landet sie hinter der Palme fast. Oh, das ist doch echt unglaublich. Ich glaube, ich sollte mal wieder speichern. Moment. Speichern. Okay. Wahrscheinlich noch nicht mehr zu spät oder zu früh. Ja! Speichern. Diesen Erfolg musste ich jetzt gleich mal wegspeichern, damit wir. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei komische Dinger am Schlangenköpfe, auf die wir aufpassen müssen. Ich wollte gerade sagen, ballerst du auch noch? Boah, ich springe jetzt mal ein bisschen hin und her, nur auf einer Seite. Das soll ja manchmal auch klappen. Ich habe da gerade erst gespeichert. Hihi. Genau, Lea, stirb mal eine Runde. Wir haben gespeichert, als der dritte Kopf weggegangen ist. Und ich darf nicht gleich auf. Ich muss dran denken, dass ich runterdrücken muss. Oh, dieses Flackern, das tut mir echt leid. So, da geht er wieder dahin. Da geht er dahin. Das sah jetzt ein bisschen abgespackte Version dahin aus. Ist halt so. Jetzt haben wir nur noch zwei Köpfe. Zwei Köpfe sind. Ich hab doch gerade erst gespeichert. Ja, da guckt ihr, ne? Da guckt ihr komischen. Die sehen echt komisch aus, wie Vögelköpfe mit Drachenschwanz, also mit Drachenschwanz oder so, ganz komisch. Oder Schlangen mit Vogelköpfe, kann man ja auch sagen. Jetzt verschwindet der wieder so komisch, weil wahrscheinlich die. Ich kann mir vorstellen, dass da wird ja so eine Sequenz abgefahren. Und vielleicht ist das durchs Speichern so gekommen, dass die Sequenz dann ein bisschen so verschoben hat oder keine Ahnung. Kann ich mir nur so selber vorstellen. So, dann versuchen wir es auf jeden Fall. Sie brennt schon wieder? Das ist doch unglaublich. Da brennt die Dame schon wieder. Okay. Müssen wir das Ganze nochmal probieren? Okay, da verschwindet er wieder. Und jetzt bitte nicht schon wieder anfangen zu brennen, ja? Danke. Genau, haltet die beiden mal auf Trab, dass sie gar nicht erst in Versuchung kommen, Feuer zu zünden. Genau, das ist doch perfekt. Immer gleich auf den ballern, der Feuer im Mund hat. Sie ballert, glaube ich, gerade nur auf den mittleren, oder? Naja, wenigstens ist sie klug. Auf jeden Fall macht der ständig diese komischen Geräusche. Ah, da ist schon wieder Blut. Vom mittleren. Und weg hier. Und wieder. Oh Gott, ich komme denen immer näher. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man denen zu nahe kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut ist. Kann ich ja nochmal ausprobieren. Ah, jetzt ballert sie auch auf den anderen. Jetzt hat er auch Schaden gemacht. Ich komme denen immer näher. Also, es ist mir gar nicht mal so recht. So, aber wenigstens aus der Entfernung. Okay, der wird gleich Feuer losschießen. Ich weiß gar nicht, wohin. Dann nehmen wir mal in die Richtung. Okay. Das müssen wir doch gleich mal abspeichern. Machen wir mal hier. Jetzt haben wir nur noch einen kleinen. Und der wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so großartig dazu kommen, Feuer zu spucken. Hoffe ich zumindest.
Ja, das hat man vielleicht gesehen. Ich bin ein Stückchen nach hinten gehuppelt, damit das ein bisschen besser läuft. Na los. Och, Mann, du. Das ist komisch. Aber vielleicht ist er auch eine Zeit lang... Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist er auch zeitlang immun. Na komm. Mach dich vom Acker. Wird langsam kleiner und kleiner und kleiner. Und habe ich schon gespeichert? Okay. Ich glaube, dass, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sind wir schon... Okay, er schnappt auf jeden Fall nach vorne, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Probieren wir das gleich nochmal aus. Also wenn ich das jetzt schon wieder sehe, wir haben bei 1 Minute... Also bei 1 Minute 5 haben wir angefangen. Etwa, also die eine Sekunde da. Also bei 1 Stunde und 5 Minuten. Und sie ist bei 1 Stunde und 10:30. Also haben wir schon 5,5 Minuten gebraucht für das Monster. Und wer weiß, also... Das ist schon viel, oder? 5 Minuten für so 3 Monster? Also bestimmt geht das schneller, wenn ich jetzt andere Waffen benutze. Entschuldigung. Aber... Ich will da gar keine anderen Waffen finden. So... Jetzt sammeln wir hier noch den Kram auf, den ich eben nicht aufgesammelt habe. Wie das hier. Oh, guck mal, das habe ich aufgesammelt. Dann laufen wir hier nochmal um die Ecke. Weil hier hinten ist ja auch noch Munition. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal habe ich die, glaube ich, während des Kampfes aufgesammelt, ne? Ich glaube, so war das. So, und jetzt speichern wir erstmal einmal ab. Ist ja egal wo, da oben. Ach ja, ich wollte noch einmal testen. Ach, hier ist noch Munition. Okay, die will ich jetzt noch haben, bevor ich dann nochmal abspeichern. Okay, jetzt nochmal abspeichern. Und jetzt will ich einmal kurz nochmal testen mit dem letzten Ladestand. Was passiert, wenn wir auf das Vieh zulaufen? Hi! Ey, es dreht sich sogar. Okay, er versucht uns zu schnappen. Sieht lustig aus. Ja. Spielladen! 1 Minute und 11. Da oben, ne? So, jetzt haben wir ja unsere beiden Sachen hier. Und Venus-Symbol, okay. Und das Mars-Symbol setzen wir jetzt einfach mal hier ein. Oh mein Gott. Was ist das? Das sieht toll aus, oder? Mit diesem Licht hier. Und diesem Glitzern. Ich weiß nicht, ich springe da mal lieber rüber. Okay, man hätte auch laufen können. Dann gucke ich mal, ob da unten noch irgendwas rumliegt. Ja. Ah. Ja, sag das doch mal einer. Als ob da unten Sperre sind. Das habe ich doch jetzt nicht gesehen. Wie soll das... Das war aber ganz, ganz schlecht zu erkennen. Normalerweise ist sowas zu erkennen, dass da irgendwelche... Ich dachte, da liegt noch irgendwas. Okay, dann sammeln wir jetzt... setzen wir das Venus-Symbol und das Mars-Symbol nochmal hin und überlegen uns dann, wenn das das Venus und das das Mars-Symbol ist, welche Symbole sind da schon drin? Also, der müssen Venus, Mars, Merkur? Ist das der Jupiter? Also, das hier sieht, das ist doch der Merkur, oder? Der Merkur sieht fast so aus wie die Venus, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Keine Ahnung. Egal. Mal eine Videosequenz, wo Lara sich nicht bewegen kann. Schade. Okay, diesmal machen wir das gleich wieder so. Und sagen uns, okay. Tja, und jetzt, was ist das? Da drüben ist ein Stein. Und da ist eine komische Öffnung. Da sollen wir doch bestimmt rüber.
Es war so klar, es war so klar, es war so verdammt klar. Okay, ein neues Level. Ein neues Level. Ich bin ja immer so verdammt vorsichtig. Ist hier irgendwas? Okay, hier liegen irgendwelche Totenköpfe rum. Hier ist einfach nur eine Anhöhe. Liegt hier vorne noch irgendwas rum? Nö und nö. Wie heißt denn das neue Level? Speichern. Das Kolosseum. Ja, wir sehen uns gleich im Kolosseum wieder. Hier ist jetzt mal dieser Level-Cut. Bis gleich.